Kinder und halt nicht ganz zur Schule gehen. Egal ob sie besonders auf Russisch oder Mathe stehen, sie wissen es zu schätzen, wenn sich der Lehrer Mühe gibt. Und trotzdem ist da noch etwas, und ich vermute gerade das ist allgemein beliebt. Die Tag für Tag zur Arbeit gehen, denn keiner kann nur immer zu Hause sein und Däumchen drehen. Es ist so eingerichtet, dass jeder was zu machen hat. Doch wenn man so ein ganzes Jahr schon fleißig wie eine Biene war, dann hat man's auch mal satt. Im Tierpark nach den Affen sehen, das Spielen auf den Wiesen ist sehr gesund, wie jeder weiß. Auch radeln kann man durch das Land, und hat man dann auch Flaschenpfannen, dann kauft man sich ein Eis.